Herzlich willkommen beim Fokus, die Internetredaktion präsentiert. Heute zu Gast ist Frau Magistra Iris Binder. Sie ist Referentin für Stadtpastoral in der Diözese Gurk und Koordinatorin für das Projekt Lange Nacht der Kirchen. Liebe Iris, gleich zu Beginn reden wir über dieses Großprojekt Lange Nacht der Kirchen. Ja, was ist die Lange Nacht der Kirchen, die jetzt schon seit einigen Jahren in ganz Österreich stattfindet? Die Lange Nacht der Kirchen gibt es bereits zum 18. Mal in ganz Österreich, bei uns in Kärnten zum 14. Mal. Für mich persönlich ist es die 12. Lange Nacht, also doch schon eine sehr lange Zeit. Es ist ein ökumenisches Projekt, das in Kärnten gemeinsam von der katholischen Kirche mit der evangelischen Kirche und der altkatholischen Kirche stattfindet. Und es soll eine Einladung sein, Kirche zu einer vielleicht ungewöhnlichen Zeit, nämlich in den Abendstunden, zu entdecken, neu zu entdecken und einfach für sich etwas zu finden, das an Angeboten passt und das man gerne in Anspruch nehmen möchte. Du hast das Stichwort schon gesagt, Kirche entdecken, vielleicht Neues entdecken. Hier ist ein stattliches Programmheft wieder entstanden. Alles kannst du, kannst selbstverständlich alles hier referieren, aber was sind so die Highlights in diesem Jahr? Am 2. Juni findet sie ja statt. Genau, am 2. Juni um 17.50 Uhr werden die Kirchenglocken läuten und ab 18 Uhr geht das Programm los. Das stimmt so nicht ganz, weil Kirche sich in der ganzen Breite präsentieren möchte und von daher natürlich auch für die jüngsten Kirchenbesucher etwas anbieten möchte. Das heißt, es gibt in einigen Pfarren ein Kinderprogramm, wo Kinder eingeladen werden, zum Beispiel in Villach St. Josef, sich mit dem biblischen Kochen zu beschäftigen. Im Dom in Klagenfurt wird eine Kirchenmaus die Orgel erklären. In St. Martin gibt es Geschichten am Lagerfeuer, also ein sehr buntes Kinderprogramm auch an verschiedensten Orten. Und um 18 Uhr geht es dann eben mit dem Programm in den 101 Kirchen oder kirchlichen Orten. Es sind ja nicht nur Kirchen, die da dabei sind, sondern auch Pfarrsäle, Gärten und so weiter. Also geht es dann los. Es gibt ein sehr buntes Programm, das stattfindet. Im Diözesanhaus hier wird der Bischof auch sein, der seine drei Lieblingsbücher vorstellt. Aber wer wissen möchte, wie der Bischof wohnt oder zumindest wo er arbeitet, ist eingeladen, ins Bischofshaus zu kommen, wo es Führungen mit dem Robert Kluger gibt. Wer zwischendurch durstig ist, kann sich beim Coffee-Bike der Jungen Kirche mit einem Kaffee stärken. Das wird auch in der Stadt unterwegs sein. Für jene, die nicht so gern zu Fuß unterwegs sind, fährt ein Cabrio-Bus durch die Nacht zu verschiedenen kirchlichen Orten. Also das Programm ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Du hast jetzt von Klagenfurt gesprochen. Mhm. In Villach gibt es auch viele Programmpunkte, aber auch in anderen Kirchen. Also es ist auf das ganze Land verteilt, oder? Genau, es gibt nicht nur die Städte in Kärnten, also vor allem die großen Städte, die mit dabei sind, die natürlich eher zum Flanieren einladen. Das heißt, dass man von Ort zu Ort geht. In Villach kann man sich den Kirchturm in St. Jakob anschauen, dann zum Tessé-Gebet gehen oder in St. Nikolai blickt man schon auf Weihnachten. Es ist ja 800 Jahre her, dass der Franz von Assisi die erste Weihnachtskrippe aufgestellt hat. Da gibt es also eine Krippenausstellung und dieses Thema schon. Aber auch in den anderen Pfarren in ganz Kärnten lädt man einfach ein, vorbeizukommen. Also in Börtschach sind die katholische evangelische Kirche dabei. Im Lavantal gibt es ein Angebot in Wolfsberg, in St. Gertraud, St. Margareten, also auch die kleineren Pfarren, die mit dabei sind. In Launsdorf gibt es eine Kirchenwanderung, wo man zu 5 verschiedenen Kirchen geht. Und überall gibt es kurze Vorträge zur biblischen Mathematik, also ganz spannende Vorträge. Oder in Gmünd gibt es eine 4 Kirchenwanderung. Also die Pfarren haben sich wirklich sehr, sehr viel überlegt. Also im Prinzip für viele viel dabei in dieser langen Nacht. Mir ist auch noch aufgefallen, also dass hier eine Kooperation mit den Austria Guides ist. Also es sind viele Kirchenführungen dann auch angeboten oder von kirchlichen Orten, gehe ich da recht? Genau, davon lebt dieses Projekt auch oder das wächst jedes Jahr mehr, dass wir Kooperationspartner finden, die mit uns das Programm gestalten. Es soll aber nicht so sein, dass da Angebote sind, die es sonst während des ganzen Jahres nicht gibt, sondern die Kirchen möchten ja auf das hinweisen, was sie das ganze Jahr über tun. Und die Austrian Guides führen ja
ganz viel und sehr professionell durch die Kirchen. Und da gibt es eine Kooperation, dass sie heuer kostenlose Führungen anbieten, was natürlich ganz toll ist. Aber es gibt auch Musikschulen in verschiedenen Städten, die das Angebot mitgestalten. Der Kärntner Schriftstellerinnenverband wird mit dabei sein und lesen. Die alten Ansichten von Klagenfurt bieten Vorträge an. Also die Nostalgiebahnen, die eben den Cabrio-Bus zur Verfügung stellen. Diese Kooperationen sind schon auch wirklich ein tolles Angebot, wenn man sieht, auch wie breit Kirche kooperiert und zusammenarbeitet. Es gibt ja auch langjährige Werbepartner. Genau, dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Wir haben mit der Wiener Städtischen, mit der Kärntner Sparkasse und mit den Stadtwerken tolle Kooperationspartner, die wir seit wirklich 12 Jahren in Kärnten mit dabei haben, die uns auch in Corona-Zeiten die Treue gehalten haben und die ohne die dieses Projekt ganz einfach auch nicht möglich wäre. Bevor wir weitergehen, nochmals die Wiederholung. Also Freitagabend, 2. Juni, lange Nacht der Kirchen. Genau. Beginnt schon am Nachmittag. Am Nachmittag mit dem Kinderprogramm und ab 18 Uhr geht es dann los. Für die Nachtschwärmer, die ganz lange unterwegs sein möchten, die Sternwarte in Klagenfurt hat bis 1 Uhr sogar offen. Also wer dann zum Abschluss noch die Sterne anschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, liebe Iris, noch ein weiteres Thema. Du bist ja nicht nur Koordinatorin der Langen Nacht der Kirchen. Dein Hauptberuf ist ja Referentin für Stadtpastoral in der Diözese Gurk. Was ist der Unterschied zwischen Stadtpastoral und, sagen wir es einmal so, herkömmlicher Pastoral? Oder beziehungsweise was ist das Besondere an Stadtpastoral? Die Stadtpastoral möchte einfach Menschen erreichen, die in der Stadt unterwegs sind. Das heißt, das ist ein Angebot nicht so sehr auf das ausgerichtet, wo man wohnt, dort geht man hin, sondern vielleicht, wenn man in der Stadt unterwegs ist, nur um zu arbeiten, punktuell, um einzukaufen oder irgendwelche Veranstaltungen zu besuchen, dann soll es auch ein Angebot von Kirche geben. Und genau dieses Angebot möchten wir in Klagenfurt schaffen, indem wir Menschen mit verschiedensten Projekten, Aktionen erreichen, ohne jetzt die unmittelbare Anbindung an eine Pfarre damit zu ermöglichen. Oder kannst du ein, zwei konkrete Projekte nennen, die du in den letzten Jahren gemacht hast oder die laufen? Schauen wir vielleicht in die Zukunft auch, also eher was jetzt geplant ist. Wir planen im Sommer wieder ein Open-Air-Kino im Burghof in Kooperation mit dem Volkskino, wo wir ganz normal im Programm mit dabei sind, aber einen Film aussuchen, der ein bisschen einen Hintergrund zum Thema Glaube hat. In diesem Jahr, so viel darf ich schon verraten, wird es was Jüdisches sein. Und als Überraschung für alle, die dorthin kommen, die ja nicht wissen, dass Kirche da mit dabei ist, gibt es davor immer eine Einladung zum Essen. Also diesmal wird es was Koscheres sein. Wir haben das in den letzten Jahren mit Don Camillo schon gehabt und mit Wie im Himmel schon gehabt, wo wir einfach gemeinsam mit den Priestern in Klagenfurt dann vor Ort sind, zum Essen einladen und die Menschen überraschen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Also das ist sowas, das es im August wieder geben wird. Wir haben auch im Juni wieder so einen Gospel-Rock- und Pop-Schwerpunkt im Dom, wo wir mit neuer Musik andere Menschen erreichen möchten, die vielleicht über das angesprochen werden können. Und woran wir im Moment gerade arbeiten, ist die Sinus-Milieu-Studie, die neue. Das heißt, wir beschäftigen uns ein bisschen mit den gesellschaftlichen Veränderungen, um zu sehen, wie Menschen in der Stadt unterwegs sind und mit welchen Projekten, Aktionen wir sie erreichen können. Also diese Milieu-Studie ist ja sehr wichtig, damit man, wie es so schön heißt, zielgruppengerechte Angebote entwickeln kann, oder? Genau, wir möchten einfach schauen, welche Zielgruppen bewegen sich in der Stadt, wie ticken diese Menschen und wie können wir sie sowohl mit welchen Werbematerialien, mit welchen Kanälen, Videos, WhatsApp, TikTok, wie auch immer, mit welchen Veranstaltungen, Projekten können wir die Menschen erreichen? Du hast schon das Stichwort gegeben für meine abschließende Frage. Welche Rolle spielen in deiner Arbeit Medien und im Besonderen, ganz im Besonderen, soziale Medien? Ja, große Rolle, weil wir die Menschen einfach hauptsächlich über diese Medien erreichen. Ich glaube, dass klassische Pressearbeit wichtig ist. Es gibt Menschen, die natürlich jeden Tag die Tageszeitung lesen. Aber ich glaube einfach, dass man sich ganz viele Informationen über das Internet sucht. Man muss nur das eigene Verhalten anschauen. Man googelt schnell einmal, wo ist ein Gottesdienst, wo kann ich heiraten, wo kann ich mein Kind taufen lassen, was brauche ich dazu.
Also ich glaube einfach, dass das alltäglich ist und von daher bemühen wir uns, also in der Stadt ganz stark über diese neuen Medien zu kommunizieren, über Instagram oder Facebook oder die Homepage oder ja, das Streamen, das wir für uns ja entdeckt haben, auch in der Corona-Zeit mit Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche oder im Dom, wo wir einfach merken, dass sich da eine eigene Gemeinde bildet und mitschaut ganz regelmäßig. Ja, danke, liebe Iris. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, viele innovative Ideen in deiner ja, so facettenreichen Arbeit und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Danke für die Einladung. Bitte, gerne.